Ich möchte mich im vierten Teil mit dem Thema Austausch von Vektoren beschäftigen. Das klingt ein bisschen seltsam und ich werde dann ein bisschen konkreter werden, aber ich möchte mit einem sehr einfachen Beispiel, wenn man so will, beginnen. Ich betrachte zwei Vektoren im Zweidimensionalen. Einen Vektor A, mit den Koordinaten sagen wir A1, A2, und einen Vektor B, mit den Koordinaten B1, B2. Und wir nehmen an, dass sie sind linear unabhängig. Ja. Gut, und wir wollen wissen, was können wir über die lineare Hülle von A und B aussagen. Ja, wenn man sich das geometrisch vorstellt, erkennt man natürlich sofort, dass diese zwei Vektoren die gesamte Ebene aufspannen werden, aber das ist eben eine geometrische Intuition zunächst einmal. Wie kann man das eben konkretisieren? Ich werde auch gleichzeitig die Vektoren E1, also 1, 0, und E2, 0, 1 betrachten. Das sind die Einheitsvektoren. Und wir wissen natürlich, dass diese beiden Vektoren den ganzen zweidimensionalen Raum aufspannen, denn jeder Vektor lässt sich in trivialer Weise als Linearkombination des ersten, also x1 mal dieser plus x2 mal dieser Vektor ist der Vektor x1, x2, darstellen. Also das ist die lineare Hülle von eben 1, 0 und 0, 1. Okay. So, insbesondere lässt sich natürlich der Vektor A darstellen als A1 mal der Vektor 1, 0 plus A2 mal der Vektor 0, 1 oder anders dargestellt A1 mal dem Vektor E1 plus A2 mal den Vektor E2. Nun, die Vektoren sind linear unabhängig, das heißt, sie sind sicher beide nicht der Nullvektor und ich nehme hier ohne Beschränkung der Allgemeinheit an, dass zum Beispiel A1 ungleich 0 ist, also der Koeffizient ungleich, A1 ist ungleich 0. Also dieser Koeffizient hier ist ungleich 0. Nun, was bedeutet das? Ich kann jetzt den Vektor E1, wir haben sowas Ähnliches vorher gemacht, im dritten Teil, darstellen durch A und E2. Also das heißt, ich kann den Vektor E1 darstellen als 1 durch A1 mal A. Ja, also ich dividiere durch A1 durch und bekomme den Faktor 1 durch 1 mal A. Das muss ich hier auf die andere Seite bringen, bekomme hier minus A2 durch A1 mal E2. Nun, wozu braucht man das? Die Idee ist, dass ich den Vektor E1 hier, das sind die Vektoren E1 und E2, jetzt erst austauschen möchte durch den Weg mit dem Vektor A. Sodass ich hier immer noch als lineare Hülle den ganzen R2 bekomme. Wie mache ich das? Wenn ich jetzt irgendeinen Vektor V habe, dann kann ich den natürlich darstellen als V1 mal E1 plus V2 mal E2. Und jetzt an dieser Stelle kann ich natürlich hier einsetzen. Also ich kann den Vektor E1 ersetzen durch den Vektor A und E2, also ich bekomme hier V1 mal 1 durch A1 mal A minus A2 durch A1, das schaut ein bisschen kompliziert aus, plus V2 mal E2, also es passiert aber im Prinzip nicht wirklich viel, aber was man erkennt ist, dass ich hier insgesamt eine Linearkombination bekomme aus dem Vektor A und E2, also ich bekomme hier V1 durch A1 mal den Vektor A und dann habe ich hier noch plus und dann steht hier minus V1 mal A2 durch, also V1 mal A2 durch A1 plus V2 mal E2. Also ich erkenne, dass der Gesamtraum hier noch immer aufgespannt wird. Jeder Vektor lässt sich durch A und E2 darstellen. Also ich kann jetzt
sagen, das ist dasselbe, als würde ich hier den Vektor a und den Vektor e2 hinschreiben, wegen dieser Rechnung. Das heißt, ich kann hier tatsächlich den Vektor e1 durch den Vektor a austauschen. Also das ist das Prinzip, das hier dahinter steckt. Ich möchte aber jetzt noch mehr machen. Ich möchte auch den Vektor b ins Spiel bringen. Und hier ist wichtig, dass der Vektor b linearunabhängig zum Vektor a ist. Denn ich kann jetzt natürlich jeden Vektor wieder darstellen als Linearkombination. Jetzt gehe ich von a und e2 aus. Ja? Und insbesondere auch den Vektor b. Also ich kann den Vektor b darstellen. Und da schreibe ich jetzt Koeffizienten, sagen wir c1 mal a plus c2 mal e2. Warum? Weil der Vektor b ist im r hoch 2 und ich habe ja gerade gesehen, jeden Vektor kann ich so darstellen. Nun, was war jetzt wichtig, dass ich den Vektor a und den Vektor e1 austauschen konnte? Wichtig war, dass dieser Koeffizient a1 hier nicht 0 ist. Also wenn dieser Koeffizient ungleich 0 ist, dann kann ich eben a durch e1 austauschen oder umgekehrt. Ja, das kann natürlich, das heißt, ich könnte zum Beispiel, wenn c1 ungleich 0 ist, dann könnte ich jetzt den Vektor b und a austauschen und erhalte dann hier b und e2. Aber das ist ja nicht das, was ich will. Ich möchte sowohl a als auch b hier hineinbringen. Also ich möchte nicht wieder einfach rücktauschen, also den Vektor b durch den Vektor a setzen, sondern letztlich den Vektor b auch durch den Vektor e2 austauschen. Ja, und wann kann ich das? Wenn c2 ungleich 0 ist. Ist denn das gegeben? Und das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Wenn angenommen c2 ist 0, dann fällt dieser Teil hier weg und dann würde der Vektor b von a linear abhängen. Also, da a und b linear unabhängig sind, das war ja die Voraussetzung, muss c2 ungleich 0 sein. Also das ist die entscheidende Überlegung hier an dieser Stelle. Also das hier, dieser Koeffizient c2 ist nicht 0 und daher kann ich die gleiche Überlegung jetzt nochmal ausführen. Ich kann jetzt den Vektor, e2 durch a und b darstellen. Ja, und das heißt, wenn ich den Vektor e2 durch a und b darstellen kann, dann kann ich ihn hier einsetzen und er bekommt dann für einen beliebigen Vektor eine Linearkombination aus den Vektoren a und b. Das heißt, ich erhalte hier dann im zweiten Schritt, dass ich hier den Vektor e2 eben austauschen kann durch den Vektor b. Also ich kann auch diesen Austausch hier durchführen. Also zusammengefasst, ich sehe, wenn die Vektoren a und b linear unabhängig sind, dann kann ich sie durch die Vektoren e1 und e2, also durch diese sogenannte kanonischen Basisvektoren, austauschen und erhalte, dass diese beiden Vektoren a und b tatsächlich alle Vektoren im zweidimensionalen aufspannen. Also durch diesen Austauschprozess bekomme ich diese Eigenschaften. Nur aus der Linienunabhängigkeit bekomme ich dadurch alle Vektoren. Ich habe jetzt hier das ein bisschen zusammengefasst, was wir hier gemacht haben. Also was war das Erste? Wir haben gewisse Vektoren, ja, a1 bis ak, in unserem Fall waren das die Vektoren e1 und e2. Und dann haben wir einen Vektor b, der jetzt in der linearen Hülle dieser Vektoren a1 bis ak liegt. Und ein Koeffizient, nehmen wir an, der letzte Koeffizient hier ist von 0 verschieden. Also das ist diese Voraussetzung. Dann kann ich den letzten Vektor, wo es eben dieser Koeffizient von 0 verschieden ist, austauschen durch den Vektor b und ich erhalte zwei Eigenschaften. Ich habe hier nur die eine nachgerechnet, aber die zweite ist genauso einfach nachzurechnen. Wir erhalten, dass die lineare Hülle gleich bleibt und die zweite Eigenschaft ist, dass auch die lineare Unabhängigkeit erhalten bleibt, wenn sie gegeben war. Das heißt, wenn a1 bis ak linear unabhängig waren und ich tausche aus, also den Vektor ak durch b, dann bleibt das auch linear unabhängig. Das haben wir hier gemacht.
Und jetzt war aber noch ein wichtiger zweiter Schritt, und das war dieser hier, dass wir hier nachgewiesen haben, dass T2 ungleich 0 ist. Wir können also diesen Austauschprozess nicht nur einmal anwenden, sondern sukzessive. Und das, was wir hier benötigen, ist die folgende Eigenschaft, also zunächst einmal, dass wir gewisse Vektoren B1 bis BK haben, die hier in der linearen Hülle von A1 bis A1 liegen, und sie sind linear unabhängig. Also diese lineare Unabhängigkeit ist ganz wesentlich an dieser Stelle. Dann können wir sukzessive austauschen. Also wir können Vektoren A, also einen AI1, also einen ersten Vektor, einen Vektor AI2, einen zweiten Vektor, der aber verschieden ist vom ersten, das ist ganz wesentlich. Also wir können hier, dadurch, dass die Linien unabhängig sind, sicherstellen, dass ein weiterer Koeffizient bei dieser Darstellung ungleich 0 ist. Daher können wir dann einen anderen Vektor, einen zweiten Vektor finden, den wir austauschen können. Also schließlich können wir K-Vektoren finden, voneinander verschieden, die wir aus gegen B1 bis BK austauschen können, sodass etwa die lineare Hülle gleich bleibt. Also dieser Satz, den werden wir dann noch verwenden. Es gibt hier noch etwas zu erwähnen, und zwar einen direkten Zusammenhang zu den sogenannten elementaren Umformungen, die wir im Rahmen der linearen Gleichungstheorie kennengelernt haben. Also was waren die elementaren Umformungen? Multiplikation eines Vektors mit einer Konstanten ungleich 0, Austausch von zwei Vektoren, also Vertauschen von zwei Vektoren, und die dritte und wichtigste Eigenschaft war, dass wir einen Vektor ersetzt haben durch den Vektor plus ein Vielfaches eines anderen. Und das ist tatsächlich, also genau diese Eigenschaft hier, entspricht genau diesem Austauschlemma hier. Also dass das hier erfüllt ist. Die anderen beiden Eigenschaften sind direkt nachzurechnen. Also wenn ich einen Vektor habe und ihn durch ein Vielfaches durch diesen Vektor setze, verändere ich zum Beispiel die lineare Hülle nicht, und auch die lineare Unabhängigkeit wird nicht verändert. Ich habe jetzt hier nur die lineare Hülle hingeschrieben. Das gleiche gilt auch für die lineare Unabhängigkeit. Also wenn ich einen Vektor durch zweimal den Vektor setze, verändere ich nichts an der linearen Hülle und auch nichts an der linearen Unabhängigkeit. Wenn ich zwei Vektoren vertausche, dann verändere ich natürlich auch nichts, weder an der linearen Hülle noch an der linearen Unabhängigkeit. Ich schreibe dann noch, also dass linear unabhängig natürlich auch immer erfüllt ist. Entscheidend ist dieser wichtige Schritt in den elementaren Umformungen, wo man einen Vektor AK ersetzt durch AK plus C mal einen Vektor AI, I verschieden von K. Also wir nehmen hier einen Vektor AI und addieren ihn dann C-fach zum Vektor AK dazu. Das ist sozusagen die Rolle des Vektors B, und wir haben hier 1 mal AK plus C mal AI. Der Koeffizient hier ist ungleich 0, also können wir diesen Vektor hier ersetzen durch den Vektor AK. Also das ist ein wichtiger Zusammenhang zu den elementaren Umformen. Das heißt, dieser Austausch könnte auch, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber könnte zurückgeführt werden auch auf diese elementaren Umformungen. Also ich kann das vielleicht hier ganz kurz andeuten. Also wir haben zum Beispiel hier, wir starten mit den Vektoren 1, 0 und 0, 1. Und was haben wir hier, oder wir wollen jetzt sozusagen diesen Vektor, das war ja E1 und hier E2, und den Vektor E1 durch den Vektor A ersetzen. Wie können wir das durch elementare Umformungen machen? Wir machen hier Spaltenumformungen, also das alles ist spaltenweise zu sehen. Was machen wir hier? Also der erste Schritt ist, dass wir einfach das mit dem Faktor A1 multiplizieren, dann steht hier A1, und A1 ist ja ungleich 0, wie wir vorausgesetzt haben, dann steht hier das hier. Also das war der erste Schritt, und da verändert sich eben nichts. Was ist der zweite Schritt? Dass wir jetzt das hier mit A2 multiplizieren. Und hier, also die zweite Spalte mit A2 multiplizieren und zur ersten dazu addieren. Wenn wir das machen, dann entsteht hier eben A1 und hier A2 und hier bleibt der Vektor 0,1. Und ich könnte auch jetzt den zweiten Schritt, also dass ich den Vektor hier ersetze durch den Vektor B, also das, man sieht, das ist, man muss hier einmal skalieren mit einem gewissen Faktor. Und also das steht im Wesentlichen hier, was passieren muss, den Vektor B, also ich muss den
das hier mit C2 multiplizieren. Das ist eben C2 ist ungleich 0, also ich mache es vielleicht. Ich multipliziere das mit C2, dann habe ich hier A1, A2 und hier 0, C2. Und dann muss ich noch den Vektor A mit C1 multiplizieren und hier dazu addieren. Und wenn ich das mache, halte ich eben hier den Vektor B. Also diese Schritte, die wir hier durchgeführt haben, können wir auch als elementare Umformungen interpretieren und das spielt halt dann insgesamt zusammen. Aber entscheidend sind diese Aussagen, die ich hier getroffen habe. Die Idee des Nachweises sind hier alle dabei, also man kann den formalen Beweis hier dann ganz einfach durch entsprechende allgemeine Schreibweise, aber mit denselben Ideen hier dann durchführen.